Ja, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video, wie ich dieses Getriebe hier alleine ausgebaut habe von diesem Skoda Octavia 1U, ist aber baugleich mit dem VW Caddy, also als Saugdiesel oder dem Vierer Golf. Also alles auf dieser Plattform basierenden Sachen. Audi A3 hat das genau dasselbe in grün, das ist alles, nur halt die Stecker sind ein bisschen anders. Ich habe es hier in meinem Fall so gehabt, dass sogar hier hinten in der Ecke ein Stecker versteckt war, den man erst wirklich dann gesehen hat, wenn man den ganzen Saft hier abgeschraubt hat. Ne? Also, lasst gerne schon mal ein Like da für diese Aktion. Ich würde mich mega freuen. Danke auf jeden Fall erstmal fürs Interesse. Und ja, supportet gerne den Kanal ein bisschen, würde ich mich freuen. Teilen, liken, das ganze volle Programm. Ein paar Kommentare schreiben für den Algorithmus, würde ich mich mega freuen. Denn sowas ist nicht selbstverständlich, hier alleine erstmal ein Getriebe rauszufummeln. Ja Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt an der Garage. Habt ihr ja gerade eben schon in den kleinen Video am Blender vom Handy gesehen. So Freunde, ich bin jetzt hier im Auto, ich mache mir die Lüftung aus, ich bin jetzt hier im Auto. Warum ich jetzt gesagt habe, ich will die Kupplung machen, ganz einfach, weil hier der erste, zweite Gang im Warmlauf nicht reingeht. Und im erst, also jetzt schon hier, wenn wir hier so machen, merkt man dann auch, dass die Gänge ein bisschen schwer gehen. Da gucke ich jetzt mal nach dem Schaltgestänge einmal, zeige euch da ein bisschen was. Und dann gehe ich mal ganz stark von aus, wenn die Kupplung natürlich warm ist, oder das Getriebe warm ist, wie auch immer, dann trennt die nicht mehr sauber. Deswegen geht dann der erste Gang nicht mehr rein, weil man hat hier dann so einen richtigen Widerstand, wenn der läuft. Und kriegt dann auch demzufolge den ersten und zweiten nicht mehr rein. Das ist nicht gut fürs Getriebe. Also wenn ihr das haben solltet, nicht mit Gewalt reinmachen, dann lieber sein lassen. Zumal in meinem Fall hier der Gang mal hier drin war, wo der Motor lief und ich habe nicht mehr rausgekriegt. Ne? Da musste ich das Auto ausmachen, Gang rausmachen und dann ging es wieder. Kann man natürlich auch machen. Auto jedes Mal ausmachen, ersten Gang anlegen, anmachen mit Kupplung, aber es ist auch nicht so förderlich halt, ne? Ich meine, bei 230.000 kann man auch mal sagen, man macht die Kupplung mal neu. Man sagt ja in der Regel sowieso 180.000 bis 250.000 Kilometer. So eine Kupplung, originale Kupplung oder auch eine Sachskupplung, dass diese dann so langsam an ihre Verschleißgrenze kommt. So gut, also dann bis gleich in der Garage. Wie gesehen, dass der erste Gang manchmal nicht reingeht. Ich bin jetzt hier am Skoda und wir werden gleich mal schauen. Ah ja, dann muss ich erstmal kurz gucken hier, wie es jetzt hier ausschaut. Na schau, gucken wir mal. Wer keiner guckt, gucken wir nochmal. Müssen wir da auch mal irgendwie mal ein bisschen was fitten oder so. Aber ich muss jetzt erstmal hier den ganzen Kladderadatsch wieder auseinandernehmen. Das wir letztens erst so schön zusammengebaut haben. So, ich habe jetzt hier somit erstmal alles, ne, jetzt habe ich hier unten schöne Freiheit auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das erkennt, schön viel Platz nach unten, ne? Ich mache jetzt noch was nach hinten, ne, zur Sicherung nochmal für die Hinterachse und dann kommt hier oben Batterie wieder raus, Luftfilterkasten raus, da müssen wir hier aufpassen, weil das ist das letzte Mal kaputt gegangen und da jetzt alles warm ist, muss ich halt auch aufpassen, damit ich mir jetzt nicht hier irgendwas, ne? Und da kann es eigentlich schon losgehen, wenn man so sagen darf. Antriebswelle habe ich schon gelöst. Brauchen wir nur noch rausziehen dann. Jetzt löse ich aber erstmal unten die Schrauben. Ja. Ja, müssen wir erstmal laden. Da musst du erstmal das Kabel aus dem Rucksack rausholen, das schwarz-weiße. Da müssen wir erstmal kurz ans Ladegerät hängen. Ja, die Box ist sicherlich leer. So, wir lösen hier die Schrauben. Das sind in dem Fall hier
So, jetzt wird das hier mit einer M8 Vierzahnnuss gemacht. Lösen wir hier diese Schrauben. Ihr seht es schon hier. Kann man schön schon fast alle hier perfekt rausdrehen. Hier oben die Schraube ist ein bisschen creepy zu machen, aber geht schon. Jetzt machen wir das hier drüben noch, weil das Getriebe muss ja komplett raus. Also lösen wir auch hier diese 8-6 Schrauben. Okay. Warte. Deswegen haben wir ja eben gerade die Außenschrauben gelöst gehabt. Ich bin jetzt gerade hier am überlegen, wie ich den am besten hier festmache. Weil was ich nämlich jetzt nicht bedacht hatte, beim Caddy hatten wir hier vorne so einen Motorträger gehabt. Ne? Hatten wir hier diesen Motorträger, den haben wir hier gar nicht. Also heißt, hier ist der Motor einmal mit aufgehangen und hier oben am Getriebe mit. Also heißt, Motor und Getriebe kamen hier zusammen rein, dann wird er nach oben so gelassen, ne? Wird er so hoch und wird so hier rein und dann hält er nur hier drüben. Hält er nur da drüben, an den zwei Punkten, wo das hier so gelb ist, und hier drüben. So, wenn ich den jetzt aber hier losschraube, ne, oder hier losschraube, dann durch das Gewicht zieht er so nach unten. Also heißt, ich muss mir jetzt einen Punkt suchen, wo ich den jetzt hier am besten aufbocken kann. Wo ich den Motor jetzt am besten aufbocken kann. Was denn? Ja, deswegen habe ich hier die Aufstellrampen und habe da noch zwei Wagenheber, die ich in der Hoffnung jetzt hier irgendwie verwenden kann. Ich habe mir davon da... Das ist nämlich jetzt das schwierige Teil. Ich habe keinen Bock, dass jetzt dann der Motor sagt, ah, Hallöchen, ich wink dir mal. Ne? Demzufolge gucke ich jetzt hier. Die Dinger gehen ja Gott sei Dank sehr schön hoch. Dadurch, dass er hier aufgebockt ist. Ne? Wie ich den hier an... Weil hier die Alu-Ölwanne kannst du vergessen. Da brauchst du gar nicht anzusetzen. Maximal wäre hier was, wo man sagen kann, hier könnte man... anbocken, ne? Aber ihr seht schon, ne? Ja, das muss man ja auch mit einberechnen. Ich komme ja nicht hoch genug. Ich komme da nicht hoch genug, um hier, ne? Ja, das ist gerade meine Überlegung. Wie mache ich das jetzt am besten? Was ist A, Option 2, was wäre? Ich rolle ihn wieder runter. Bock den normal auf. Bock den normal auf die auf. Und mach das dann mit den zwei Wagenheber. Das steht dann mit den zwei Wagenheber hier irgendwie festhalte. Ne? Dass er halt nicht so weit nach unten kann, der Motor. Man muss nur aufpassen, dass oben dann die Aufhängung nicht wegreißt. So, also ich habe mir jetzt hier eine wilde Konstruktion eingefallen lassen. Der Motor, das Ding stützt hier hinten den Motor, weil wir haben ja hier nichts, was quasi wie beim Caddy, kein Motorhalter. Also heißt, ich habe hier den Ständer, also hier den, der quasi jetzt das den Motor hält auf drei Punkten. Ne? Den habe ich jetzt hier befestigt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Der steht hier auf den Dingern. Dann habe ich da drüben, ist zwar scheiße, am Klimakondensator habe ich da mal einen hingemacht. Ist aber auch einfach nur mit zum Stützen. Einfach mehr nicht. Dass er einfach nur an drei Punkten fest ist, weil die maximale Kraft, wenn das Getriebe los ist, würde dann hier drauf liegen und da hinten. Und da hinten habe ich den auch nochmal hier am Motorblock sozusagen. Also nicht an der Ölwanne, weil die Ölwanne ist ja Alu. Seht ihr hier, denke ich mal, habe ich den, wo ist er? Habe ich den hier nochmal am Motorblock selber quasi festgemacht. Ne? Also hier endet die Ölwanne, sieht man ja, hier endet die Ölwanne und hier fängt der Block an. Dass ich sozusagen dann direkt hier auf den, also so auf den, okay, das sehe ich gerade, das habe ich noch gar nicht weiter hingeschoben gehabt. Ich war hier so am Vorbereiten. Das ist gut, dass man nochmal kontrolliert. Ich kontrolliere nochmal alles gerne nochmal 20 Mal, statt wenn es dann irgendwas vom Arsch ist. Oh, Werner, mach mal ein Foto für die OnlyFans. Oh, oh. Mach mal ein Foto. Warte mal. Oh, mir ist was runtergefallen. Oh. Bernhard, mach mal ein Foto. Mir ist was runtergefallen. Oh. Oh,
Garage gegangen. Oh, muss mal hier gucken. Oh, muss mal hier was schrauben. Oh, oh. Puh, bin hier was runtergefallen. Oh, komm, heute Abend wird's schön knistern. Sag mir was Romantisches. Oh, Auto. Oh, Bernhard, ich muss mich mal bücken. Oh, oh, oh. Oh, ich komm nicht ran. Bernhard. Ich mach doch nur Spaß. Bernhard, los! Für die Onlyfans! Das ist eine Schraube. Die ist einfach eine Mutter. Du bist aber nicht jung. Ach, die ist gerade von hier. Dann können wir das aufdrehen. Das Ding hier. So, es ist soweit schon mal erstmal alles ab. Anlasser raus, die ganze Kabellage da hinten ist ab. Ne? Also Kabellage in Form von Schaltung. Ne? Also hier ist ab, der hier hinten ist ab. Und ja, jetzt müsste eigentlich nur noch das Getriebe raus. Keine Sorge, ich habe mit mehr Vorsicht alles abgesichert. Ich habe mir sogar extra noch einen Wagenheber geben lassen. Dankeschön erstmal nochmal dafür. Hi! Ja, ihr seht, hier ist ein bisschen nass. Habe ich sicherheitshalber mal von Waves Wars mein Pavillon geholt. Dass ich mal, was meine Kleine hier gerade so ein bisschen sortiert. So, dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, unten sind Reifen. Sie unten sind Reifen, damit der Motor mir nicht abhaut. Ne? Weil der Motor ist jetzt nur noch dann hier drüben gesteckt. Hoppala. Motor ist dann nur noch hier drüben gesteckt. Macht das auch Spaß? Schön. Wir lösen dann hier diese Schrauben und ich werde sicherheitshalber den Wagenheber als Gewicht hier noch mit runternehmen, sodass ich selber bestimmen kann, wie weit kann ich runter. So, die Reifen stützen hier den Motor ab. Ich werde dann sicherheitshalber die Reifen noch mal ein Stückchen rüberziehen, wenn ich gleich angefangen habe. Und wenn ich das dann erledigt habe, genau, können wir eigentlich das Getriebe rausnehmen. So, lösen wir jetzt mal hier die ganzen Schräubchen, das sind ja nur die, die, die und die da und zwei oben noch. Dann können wir es eigentlich schon rausnehmen hier.
So, Freunde, der entscheidende Moment ist gekommen. Ich habe jetzt soweit alles gelöst. Ich muss jetzt gerade eben noch schnell die andere Antriebswelle doch noch ausbauen, das Blech von letztens wieder abmachen. Und so, da ich jetzt gerade ein bisschen schwer, weil die Reifen drunter waren und da war noch so eine Stütz, Getriebestützlager noch im Weg, das musste ich jetzt erstmal ausbauen, da kam ich jetzt nicht so gut dran, weil die Reifen im Weg lagen, habe ich ein bisschen die Finger gebrochen. Egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Hier oben habe ich jetzt sicherheitshalber vorhin noch mal eine Schraube reingemacht gehabt, ne? Hier, die hier, hatte ich vorhin reingemacht gehabt. Da, die werde ich jetzt wieder lösen und Wagenheber steht schon drunter. Da werde ich dann jetzt gleich mal gucken, ob dann das Ganze funktioniert. Hier auch nochmal zum Beweis, ne? Da sind die Reifen. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Da ist der Wagenheber. Und jetzt werden wir mal die Scheiße ablassen hier. Ja, aber das will ich dir nicht vorenthalten. Das siehst du im nächsten Video. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten und für das Interesse in diesem Video. Wie es weitergeht, siehst du im Teil 2. Also wieder einschalten. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Und liken und kommentieren nicht vergessen, ne?